So, einen wunderschönen guten Abend. Heute mit etwas Verspätung. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber auch bei uns in der Familie gibt es jetzt einen Grippefall. Hurra, hurra. Und ja, dadurch haben sich dann heute ein bisschen die Prioritäten verschoben. Wie gesagt, da gab es dann Dinge, die waren ein bisschen wichtiger. Nebenbei habe ich dann natürlich schon etwas gemacht, weil solange man offline ist, kann man halt immer wieder unterbrechen, Pause machen, reverten, von vorne anfangen, wie man will. Deswegen sind wir jetzt quasi auch schon mittendrin. Bin gerade dabei, einen Tankerflug zu machen zu meiner Station. Was noch dazu kommt, ist, ich habe von gestern Abend den Spielstand geladen, weil ich vor dem Start von Minmus noch einen Quicksave gemacht habe. Und habe tatsächlich meine Minmus-Fähre zurückgeholt und an der Station gedockt. Mit tatkräftiger Unterstützung von MechJab. Ich gebe es zu. Ja, eigentlich im Hardcore-Modus nicht möglich. Aber wie ihr wisst, ich spiele auf Normal und da kann man auch schon mal einen Quicksave laden, um Fehler zu korrigieren, weil das Endergebnis war toll gestern. Wir sind vom Minmus zurückgekehrt und dann erfolgreich auch gelandet und haben jede Menge Wissenschaftspunkte eingefahren. Aber ich möchte mir gerne diese Fähre erhalten. Und die habe ich mir zurückgeholt, habe sie an der Station gedockt und habe dort auch das Labor wieder angeworfen. Und mit den Batterien von der Minmus-Fähre ist die Station auch wieder stabil. Wer von Anfang an zugeschaut hat, weiß, dass mir da oben zwei Wissenschaftler gestorben sind, weil der Station zwischenzeitlich hier Strom ausgegangen ist. Ja. Also mit der Fähre passt das. Und der Tanker hat jetzt auch ein paar Batterien dabei. Und mit Hilfe vom Kerbal-Attachment, Schrägstrich, Kerbal-Inventory-Systems, werde ich diese Batterien gleich umbauen und quasi irgendwo an die Station dran packen, um die Batteriekapazität zu erhöhen, damit man da auf der sicheren Seite ist. Und dann spiele ich mit dem Gedanken, mir noch den einen oder anderen Wissenschaftler zuzulegen. Eine schnelle Mission zum Nimbus und zurück und diese Wissenschaftler dann oben in dem Labor zu parken. Warum zum Nimbus und zurück? Das ist noch Wissen von gestern Abend, aber alle drei Besatzungsmitglieder, die gestern mit auf Nimbus waren, sind Level 2. Und ein Wissenschaftler, nämlich Bob, der macht jetzt auf der Station in dem Wissenschaftslabor mit den paar Daten, die da drin sind, bereits 0,8 Punkte pro Tag. Wenn ich dann jetzt zwei Wissenschaftler nehme, sind das 1,6 Punkte pro Tag. Und wenn ich das dann irgendwann vorhabe, dann kommt da auch effektiv was bei rum. Deswegen halt gegebenenfalls eine schnelle Tour zum Minmus und zurück. Und da kann man eben dann die Minmus-Fähre von gestern nehmen. Noch ein Grund mehr, sie tatsächlich wiederherzustellen und zu retten, damit ich nicht jedes Mal neu bauen muss, weil das ist dann tatsächlich ein Kostenfaktor. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Wie ihr seht, habe ich schon eine Manövernode programmiert, die auch gleich vom MeshDev ausgeführt wird. Und dann steigen wir auch schon in das erste Docking-Manöver ein. Die Trümmerteile, die ihr da rumschweben seht, in einiger Entfernung, das sind Teile, die ich mal wieder von der Station abgeschraubt habe und ins All geschubst, um einfach mein bisschen Übersichtlichkeit herzustellen, beziehungsweise um auch einfach mal mit dem Kerbal Inventory System, beziehungsweise dem Kerbal Attachment System so ein bisschen rumzuspielen und da die ersten Erfahrungen mit zu sammeln. Weil einiges sieht einfach noch ein bisschen komisch aus. Ich gebe es zu, aber so ist das eben. So, jetzt habe ich das Fenster auch wieder aktiv geschaltet und sind jetzt noch knappe 5 Minuten. Und um das Ganze zu beschleunigen, werde ich jetzt einfach wieder die Autowurf-Funktion aktivieren. Und dann geht es auch gleich ins Docking-Manöver. Thank you.
Wie ihr seht, habe ich tatsächlich noch was in meiner Transportstufe. Ich klicke es einfach mal an, der Tank ist noch gut halb voll. Das liegt zum einen daran, dass ich meine Boosterstufe noch etwas überarbeitet habe. Wer meinen Tanker kennt, weiß, was ich meine. Da habe ich einfach noch ein paar Tanks hinzugefügt an das zweite Boosterpaar, was länger brennt. Das brennt jetzt doppelt so lang wie das erste. Und was ich auch genutzt habe, ist vom Mechtrack mal die Aufstiegshilfe oder im Englischen Ascent Guidance. Und das ist schlicht und ergreifend ein Autopilot, der euch den Start abnimmt. Und auch gegenüber der von Handfliegerei auch ein bisschen spriteffizienter ist. Wer sich jetzt wundert, warum es gerade wieder so ruhig ist und vor allem warum es in Körbel nicht weitergeht, das liegt daran, dass ich hier gerade wieder lustig an meinem Tee rumbaue, weil ich hatte eigentlich den Plan, dass die Krüppelwelle an mir vorbeigeht. So, jetzt fangen wir mal den langsamen Turn in Richtung Station an, dass wir dann mal schauen, wie wir ausgerichtet sind. Und dann sehen wir gleich weiter. So, und weil ich es gerade per Zufall auf meinem Smartphone sehe, da ist eine E-Mail angekommen. Ich habe einen neuen Follower. Vielen, vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Ich schaue gerade nochmal, wer es ist. Jan 2001. So, herzlich willkommen auf meinem Channel. Größere und kleinere Katastrophen in Kerbal Space Program. Und du wirst es schon gesehen haben, ich streame mit 500 Kilobit pro Sekunde. Das liegt schlicht und ergreifend an meiner ach so super tollen Internetanbindung. Aber ich habe es jetzt letztens nochmal überprüft. Man müsste ein bisschen was sehen können und ich suche gerade meine Station. Wo ist sie denn? Na, da kommt sie ins Bild. Ich habe mich natürlich wieder just zur falschen Seite hingedreht. Wie so einfach, wenn es auch kompliziert geht. So, da ist meine Station. So ganz langsam richten wir uns daran aus. Dann werde ich gleich die RCS-Thruster aktivieren und dann geht es auch schon in Richtung Docking-Manöver. Und wer genau hinschaut, der erkennt quasi am rechten Ende, da wo jetzt Orbital One steht, da ist so eine kleine Fähre gedockt. Mit der waren wir gestern auf dem Minmus. Ich nehme jetzt einfach mal die RCS-Thruster zur Hilfe, um das gesamte Konstrukt etwas zu stabilisieren, weil normalerweise bin ich ohne den zweiten Tank unterwegs. Und jetzt geht der Station tatsächlich der Strom aus. Das bedeutet, ich muss mal gerade ganz kurz wechseln. So, und gebe einfach mal die beiden Batterien frei, die großen 1000er Batterien, die ich noch an der Landefähre dran hatte, weil die habe ich einfach mal gesperrt, um zu sehen, ob die Station mit dem Strom hinkommt. Und ja, es ging ein paar Tage gut, also Körbentage, und jetzt augenscheinlich nicht mehr. Naja gut, ich habe ein paar Batterien dabei, dann sollte das einigermaßen passen. Ansonsten, wenn du zu wenig Batterien hast, bau einfach noch mehr dran. So, wieder zurück zu meinem Tanker.
Und dann machen wir uns jetzt mal ganz langsam auf den Weg in Richtung Station. Es sind nur 100 Meter. Aber ich werde jetzt gleich mal versuchen, ein paar Informationen zu kriegen und rauszufinden, wie schwer wir eigentlich sind mit unserem kleinen Tankmobil. Wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, sind das einigermaßen was um die 70 Tonnen, die ich jetzt hier gerade versuche, möglichst behutsam an diese Station anzudocken. Mal gucken, ob ich da was kriege. Fesselinfo. Wir wiegen aktuell etwas über 76 Tonnen. Und das mit RCS-Thrustern alleine zu bewegen, ist schon relativ sportlich. Dennoch ein sauberes Docking-Manöver zu fahren, definitiv eine Herausforderung. Und ich kann es gar nicht genug betonen, wenn ihr Docking-Manöver fliegt, nehmt euch Zeit. Also ja, ich habe es jetzt ein bisschen in Anführungszeichen eiliger, weil jederzeit ein Zwischenruf kommen kann, ich auf Pause machen muss, der Stream nicht weitergeht, ich mein Docking-Manöver unterbrechen muss und ja, ich schaff's nebenbei zu reden, das geht. Aber ich bleibe ja trotzdem dabei und manövriere und mache und sehe, wo ich gerade, an welcher Position ich gerade bin. Und ich möchte Dinge gerne in einem Zug durchmachen. Aber nehmt euch trotzdem die Zeit. Auch ich werde jetzt nicht anfangen mit Hetzen, weil dann mache ich einfach mehr kaputt, als dass ich durch das bisschen zusätzliche Geschwindigkeit und von mir aus auch den ein oder anderen Time Warp gewinne. Das ist es auf gut Deutsch nicht wert. So, sollte sich schon ein Zuschauer der vergangenen Tage hierher verirrt haben, der wird sich wundern, warum ist jetzt der Docking-Porter an der Unterseite? Oh, das hat den Grund, ich hab ihn umgebaut. Schlicht und ergreifend. Dank Kerbal Mattery Systems habe ich einfach mal beschlossen, nö, der gefällt mir da nicht und der kommt da weg. Und ich baue mir den jetzt quasi an die Unterseite vom Tank und nicht mehr an den Rand. Und ja, da wo er jetzt ist, gefällt er mir ganz gut, weil ich dann einfach ein bisschen mehr Platz habe und mir nicht ständig Sorgen machen muss. Nehme ich jetzt vielleicht ein Solarpanel mit oder so. Und ja, der Docking-Port ist nicht zentral, aber auch das hat einen Grund, weil ich bin einigermaßen kurz davor, dass ich mir die Senior-Docking-Ports freischalte. Und dann kommt in die Mitte definitiv ein Senior Docking Port, weil der da einfach mehr Lasten aushält und das Ganze nicht mehr so wobbly ist, mehr oder weniger. So, jetzt feuer ich mal kurz meine Thruster. Und ja, ich bin jetzt eigentlich weiter weg als eben und die Station entfernt sich immer noch weiter und zwar mit ungefähr einem halben Meter pro Sekunde, beziehungsweise ein bisschen weniger, 0,4 Meter pro Sekunde. Aber es ist mir egal, weil ich erstmal so halbwegs versuche, ein Alignment hinzukriegen und da ist dieser Docking Port Alignment Indicator halt eine Riesenhilfe, dass ich mich erstmal so grob ausrichte. Und dann einfach alles andere machen.
So ungefähr stimmt's jetzt. Ich bin jetzt erstmal so ein bisschen auf die Bremse getreten und reduziere die Annäherungsgeschwindigkeit noch weiter. So ein halber Meter pro Sekunde ist bei ungefähr 70 Tonnen Gewicht immer noch eine ganze Menge. Ich hatte vor ein paar Tagen mal das Beispiel von einem 40-Tonner gebracht, der mit einem halben Meter pro Sekunde, also ungefähr 1,5 Kilometer pro Stunde irgendwo reinfährt. Die 40 Tonnen Gewicht machen es, nicht die Geschwindigkeit. Ich lasse mich jetzt mit dem Time Warp mal so ganz langsam randriften, um dann gleich gegebenenfalls noch ein bisschen korrigieren zu können. Das wird auch mindestens nötig sein, weil ich zwar in Höhe gewinne, aber nicht weiter rechts rüberkomme. Aber wie ich eben schon sagte, Eile mit Weile. So, und jetzt sieht man halt, dass das doch sehr lang ist und ich habe am hinteren Ende keine RCS-Thruster, was normalerweise auch gar nicht nötig ist. Aber ich merke halt im Moment, dass sie mir echt arg fehlen. So, erfolgreich gedockt, abenteuerlich genug war es. Aber irgendwann hat dann die Magnetkraft der Dockingports dann mir gnädigerweise noch ein bisschen geholfen. So, jetzt werde ich jetzt erstmal ein bisschen Sprit umfüllen. Wie ihr seht, war ich in den letzten Tagen schon fleißig.
So, die Stufe habe ich jetzt erstmal abgetrennt, weil wir sie schlicht und ergreifend nicht mehr brauchen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes ein totes Gewicht an der Station ist. Und wer sich gleich wundert, ich werde das Gefährt bis auf den letzten Tropfen leer machen. Ich werde keinen einzigen Tropfen Sprit da drin lassen. Definitiv nicht. Ich werde sogar gleich noch ein bisschen RCS-Fuel rüber an die Station schieben. Wer in den letzten Tagen dabei war, hat es mitbekommen. 100 Einheiten RCS-Fuel reichen aus, um kurz abzudocken und ansonsten die Geschwindigkeit so weit zu verringern, dass sauber in die Atmosphäre eingetaucht wird und in Anführungszeichen gelandet. Also irgendwo kommt das Teil dann runter. Und ja, die Tanks hier sind gut voll, aber dafür sind die von meinem Moonlander fast leer. Also das, was ich heute hochgebracht habe, geht wahrscheinlich 1:1 rüber dann in die Moonländer. Weil da warten dann 4 Tanks, sprich 4 von den doppelten, also 2 orange Tanks müssen definitiv in den Moonländer rein, der ist fast trocken. So, ansonsten vielleicht mal ein bisschen die Anzeigen aufräumen. Weil das brauche ich jetzt alles nicht mehr. Ich brauche jetzt den Bill als Ingenieur, weil der kann jetzt lustig an der Station rumbauen. So, und wenn man schaut, mit Tech Life Support, also einem Mod, der quasi dafür sorgt, dass man sich auch um die Lebenserhaltungssysteme kümmern muss. Das heißt, Körper brauchen Strom, sie verbrauchen Nahrung, Food, sie verbrauchen Wasser und natürlich auch Sauerstoff. Und das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb der Station regelmäßig der Strom ausgeht, weil die Kerbals mehr Strom verbrauchen, als ich ursprünglich dachte. Und die ganzen Filteranlagen gerade noch aktiv sind für die Wasseraufbereitung und die Luftaufbereitung. Deswegen die zusätzlichen Batterien. Und wer jetzt im Life Support Monitoring mal geschaut hat, auch in den EVA-Anzügen ist quasi ein kleines Lebenserhaltungssystem jetzt drin, begrenzt die Überlebensfähigkeit jetzt in diesem EVA-Anzug auf insgesamt 6 Stunden. Und wer es vielleicht schon gesehen hat, auch wenn ich an und für sich sehr sparsam damit umgehe, auch EVA-Propellant, das heißt der Treibstoff für die kleinen Steuerdüsen am Anzug, der verbraucht sich jetzt und deswegen habe ich in meinem Inventory eine kleine Ersatzflasche dabei, falls mir der Sprit ausgeht, dass ich die kleinen Flaschen gerade schnell auffüllen kann und nicht hilflos im All treibe. So,
Und wir nähern uns jetzt quasi den Batterien, die ich jetzt hier an der Außenhülle einfach nur draufgeschraubt habe. Und die können wir jetzt einfach wegnehmen, / abmontieren. Noch bin ich zu weit weg. Und auch der Raum, also das Volumen, ist begrenzt, was ich an Sachen mitnehmen kann, verständlicherweise. Und zudem das Gewicht. Also ich kann pro Exkursion kann ich eine Batterie mitnehmen. Und ich suche mir jetzt einfach schon einen Platz, wo ich sie hoffentlich geschickt unterbringen kann. So, wieso habe ich jetzt hier zur Leiter gegriffen? Hat einen ganz einfachen Grund. Ich halte mich irgendwo fest, stehe still, dass ich halt nicht irgendwo hindrifte, während ich jetzt versuche, die Batterie zu montieren. Und wie man sieht, ist die Station eigentlich nicht schlecht ausgestattet, aber es hat immer noch zu wenig. So, und die erste Batterie ist jetzt montiert. Das war's im Grunde genommen schon. Wer sich für die Mods im Allgemeinen interessiert oder sich fragt, warum mache ich etwas genau auf diese Art und Weise und wie funktioniert das eigentlich, dem kann ich eigentlich den YouTube-Channel von einem anderen deutschen Spieler empfehlen. Das ist der gute Wintermancer. Der hat ein sehr schönes, ausführliches Tutorial gemacht, mit dem ich quasi auch groß geworden bin. Das war die erste Anlaufstelle, als ich mich gefragt habe, wie funktioniert das eigentlich alles. Und dazu kommt, dass es bei ihm so etwas wie einen Modding-Mittwoch gibt. Das heißt, in regelmäßigen Abständen werden Mods vorgestellt und präsentiert. Da habe ich mir einige Ideen geholt. Und gerade top aktuell ist er dabei, dass er Kerbal Space Program tatsächlich im Hardcore-Modus spielt, mit allen Katastrophen, mit allen Unfällen, mit allen, ich nenne es mal ganz vorsichtig, Kopftischmomenten. Definitiv zu empfehlen, Wintermancer heißt der Mann, Winter wie die Jahreszeit und Mancer, die englische Sprechweise, also M-A-N-C-E-R, ein Wort. Einfach mal auf YouTube gucken. Schaut mal in seinen Channel rein. Ich habe ihn abonniert, damit ich nichts verpasse. Es ist eure Entscheidung. Ich persönlich finde ihn gut. Und nein, ich bekomme nichts für diese Werbung. Das mache ich total gratis, weil ja, nennt mich jetzt ein Idealisten, aber deutsche Community und so, es gibt jede Menge englischsprachige Guides, um Gottes Willen. Und ich arbeite in einem Umfeld, wo ich zu mindestens 2/3 auf Englisch kommuniziere. Ich habe jetzt also kein Problem mit der englischen Sprache. Aber wenn es halt einen deutschen Spieler gibt, der das Ganze auf Deutsch erklärt, mit der deutschen Mentalität, mit dem deutschen Humor, dann kann man das durchaus mal erwähnen. Und ich meine sogar, er hat auch das Kerbal Attachment / Kerbal Inventory System erklärt, weil, ja, das war jetzt eine Sache von einer halben Sekunde. Ich habe einfach mich in die Nähe des Objekts bewegt, was ich da abschrauben wollte,
Da gibt es eine lustige Taste, G wie Grab. Im Deutschen übersetzt ist es dann G wie Greifen oder Wegnehmen. Und dadurch, dass ich halt meinen lustigen Akkuschrauber schon in der Hand habe, kann ich die Batterie dann direkt in mein Inventory, in meine Ausrüstung überführen und fliege jetzt halt wieder das Stück hoch zu der Service Bay, wo ich dann gleich reinschraube. Und ja, King Doc, ich stimme dir zu, das Tutorial von ihm ist wirklich klasse. Was aber sehr genial ist, ist auch die Hardcore-Reihe von ihm, die gucke ich zu gerne. Und ich bin schon mal gespannt, wie es weitergeht. Also ich freue mich da wirklich auf jede neue Folge. So, und während ich da jetzt so langsam hindrifte, hier, das sind alles Module von diesem Tech Life Support, was übrigens auch der Winterman seine Hardcore-Version des Spiels verwendet. Und auf der anderen Seite, in dem anderen Modul, habe ich sie auch nochmal dran. Ich kann dann gleich mal hingehen, dass wir uns das mal genauer anschauen können, was das eigentlich ist. Dafür muss ich eigentlich nicht mehr tun, als die Leiter gerade ein Stück runterlaufen. Ja, ich habe die beiden Module noch nicht verbunden. Das ist definitiv etwas, was mit ganz vielen anderen Dingen zusammen auf meiner To-Do-Liste steht. Aber im Moment will ich einfach nur nicht, dass meine Kerbals auf der Station wieder sterben. So, dann nehme ich gerade meinen Nachbar aus dem Weg. Drehe die Kamera noch ein bisschen. So, und da sieht man nämlich genau, was die Module machen. Hier, wo jetzt der Mauszeiger ist, das zweite Modul mit dem schwarzen Ring, das ist eigentlich nichts anderes als ein Vorratsbehälter. Da werden im Endeffekt, da sind Nahrungsmittel drin, da ist Sauerstoff drin und da ist Wasser drin. Punkt. Nicht mehr, nicht weniger und in ausreichender Menge für eine kleine Besatzung, durchaus für mehrere Jahre. Der Behälter mit dem grauen Ring oben drüber, da ist dann der Müll drin, da kommt das Kohlendioxid rein und natürlich auch das Schmutzwasser. Kerbals wollen duschen und irgendwo muss das Dreckwasser ja hin. Die anderen beiden Module sind einmal eine Wasseraufbereitungsanlage, wo aus dem Schmutzwasser wieder sauberes Wasser gefiltert wird und dann nur noch ein bisschen Müll übrig bleibt. Und ich habe definitiv kein Müllproblem auf dieser Station, zum Glück. Und das andere ist dann ein CO2-Filter, wo dann der Kohlenstoff aus der Luft herausgefiltert wird und Sauerstoff dabei rauskommt, in kleinen Mengen, ausreichend für eine kleine Besatzung. Und was braucht man dafür? Strom, was kommt raus? Ein bisschen Müll. So, dass ich im Grunde genommen irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes alle Jubeljahre mal hier vorbeischauen muss, ein bisschen Futter vorbeibringen, den Müll abholen, also die Müllabfuhr quasi spielen. Weil ansonsten Energie generiere ich selbst durch die Solarpanne. Ich speichere sie hoffentlich irgendwann erfolgreich und in ausreichender Menge in den Batterien. Und dann erledigt sich der Rest von ganz alleine. Ich habe es tatsächlich in zwei Flügen gemacht. Und zwar die Nahtstelle, die ihr eben gesehen habt, die beiden Docking Ports, das markiert die beiden Module. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb da die vier orangen Tanks dran sind. Weil das war ursprünglich die, Boosterstufe, dann die Basisstufe und ja, auf jeden Fall die vier Tanks, da war nachher noch Sprit drin. Da hingen die Triebwerke noch dran, als ich hier im Orbit angekommen war und angedockt hatte.
Und boah, dann habe ich mir gedacht, okay, ich will da eh eine Tankstelle draus machen. Lasse ich die einfach dran. Ich versuche jetzt noch mal ein bisschen langsamer. Wie gesagt, hier das Modul, wo ich jetzt so quasi entlang schwebe, das war der zweite Flug. Die Solarpanel waren eigentlich an dem Rumpf angebracht, weil man sieht da neben dem Helm quasi noch den Decoupler. Die Tanks sollten ursprünglich abgeworfen werden. Und dann sieht man hier eine Transportbehälter. Da kann man dann auch lustige Sachen reinpacken. Und ich meine, da wäre sogar noch ein bisschen was drin. Müsste ich vielleicht nachher mal nachschauen. Und die Solarpanel waren also hier direkt an dem inneren Tank angebracht. Die habe ich dann einfach draußen dran geschraubt, weil sie ansonsten halt total nutzlos gewesen wären. So, und ja, das ist halt das Modul, was ich im zweiten Anlauf hochgeflogen habe und rückwärts eingeparkt. Weil hier, wo ich mich jetzt befinde, an den orangen Tanks, da waren die Triebwerke dran. Und an dem Ende, wo jetzt gerade mein Tanker angedockt ist, da war quasi die Steuerkapsel, die dann nachher abgedockt und nach Kerbin wieder zurückgekehrt ist. Und hier sieht man dann die Docking Ports, halt die kleinen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen wackelig, ein bisschen wobbly, wie man so schön sagt. Und das ist halt der Teil, der als erstes ins All marschiert ist und den ich hier als erstes geparkt habe. Ja, also wie gesagt, das waren zwei Flüge und es wird auch nicht die letzte Station bleiben. Ich habe halt schon den Auftrag, dass ich eine neue Orbitalstation bauen muss und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, diese Station dann, also entweder in Teilen oder ganz, dann in Richtung Moon zu verfrachten oder in Richtung Windmoor und mir hier für den Kerbin Orbit eine komplett neue zu bauen. Kannst du gerne sehen. Also ich weiß nicht, ob du von Anfang an dabei warst. Bei mir ist heute ein bisschen später geworden. Normalerweise versuche ich aufgrund meiner Arbeitszeiten so einen Streaming-Zeitraum von 19 bis 21 Uhr anzupeilen, plus minus. Und ich versuche auch regelmäßig zu streamen. Wie gesagt, im Moment kommt da so ein bisschen die aktuelle Grippewelle in die Quere. Deswegen hatte ich heute etwas Verspätung und es ist noch nicht ganz absehbar, wie der Rest der Woche aussieht. Und den Minmus-Flug, den ich geplant hatte, eigentlich fürs Wochenende, den habe ich gestern gemacht, weil ich irgendwie nichts Sinnvolles gefunden habe, was ich hätte machen können. Und irgendwann die Tage muss ich auch mein Kommunikationssatellitennetzwerk umstrukturieren, umbauen. Remote Tech nennt sich der Mod, den ich dafür verwende, der einfach dann erzwingt, dass Satelliten bzw. unbemannte Raumsonden, sind ja eigentlich Satelliten oder eine Unterart von Satellit, dass die eine konstante Funkverbindung zum Kerbin Space Center haben. Deswegen halt dedizierte Kommunikationssatelliten und davon habe ich schon einige im All. Wenn es jetzt allerdings in Richtung Moon bzw. eigentlich Minmur und dann auch darüber hinausgehen soll, muss ich einmal komplett neu machen. Weil da habe ich halt den ein oder anderen Guide zu spät entdeckt, beziehungsweise das ein oder andere Tutorial und das wird dann an einem der nächsten Abende passieren. Und macht euch keine Sorgen, solltet ihr einen Stream verpassen, die Videos stehen hier im Channel und
und ich glaube, hier auf Twitch stehen sie 10 Tage und alle paar Tage werde ich einfach mal so einen Export in Richtung YouTube machen, dass ich sie dann quasi noch auf YouTube hochlade und sie dann in meinem YouTube-Channel verfügbar sind. In Anführungszeichen unbegrenzt, bis YouTube quasi seinen Dienst quittiert. Also, sollte ihr mal einen Abend keine Zeit haben oder so, dann könnt ihr euch die Streams quasi auch im Schnelldurchlauf entweder hier auf Twitch in meinem Videomanager, in meiner eigenen Videodatenbank oder dann später auf YouTube anschauen. Wie gesagt, da muss jetzt erstmal keiner Angst haben, dass er irgendwas verpasst. Vielleicht werde ich auch mal den ein oder anderen Tutorial-Abend machen, wenn ich halt über eine Frage stolpere, die mich brennend interessiert. Das wäre zum Beispiel jetzt für mich ganz aktuell der Bau von Außenposten, sprich auf dem Mond, auf dem Moon oder Mimur. Und dann entsprechend mit der Möglichkeit, dort Erze abzubauen. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Survey-Scanner? Wie findet man raus, wo man die entsprechenden Erzvorkommen findet? Was braucht man für Module dafür? Wie sieht ein intelligentes Basisdesign überhaupt aus? Wie schaffe ich das Ganze von A nach B? Und vor allem viel wichtiger, das Ding werde ich nicht in einem Teil fliegen können. Wie baue ich die Einzelteile, dass ich erstens nachher noch weiß, wo kommt was hin? Und zweitens, ich das Ding tatsächlich irgendwie zusammenbauen kann. Da gibt es verschiedene Konzepte. Skycrane ist ein Stichwort. Anderes ist, dass man halt so einen Basecrawler hat, so ein kleines Rover oder so einen kleinen Rover, der dann die ganzen Dinge transportiert. Ich habe YouTube schon befragt, ich habe Google befragt, habe auch schon einiges gelesen, aber letzten Endes geht's halt oder geht nichts darüber, es schlicht und ergreifend einmal selbst auszuprobieren und das wird mit Sicherheit ein lustiger, weil da wird einiges schief gehen. So, wie man erkennen kann, ist das, schraube ich die Batterie nicht einfach nur rein, so frei nach dem Motto, nicht schön, aber selten. Und sie sollen einfach nur ihren Zweck erfüllen. Und man sieht es vielleicht gerade, oder kann es zumindest erahnen, in meinem Helm ist so eine Entfernungsanzeige drin. Das ist die Triebwerkstufe, die ich vorhin abgekoppelt habe. Die dümpelt da so in 660 Metern Entfernung gerade noch so ein bisschen rum. Ist noch in Sichtweite, aber für uns zum Glück kein Problem. So, und ich darf den nächsten Follower begrüßen, King Nock. Wie gesagt, ich habe das Smartphone neben mir liegen und das zeigt mir lustigerweise die E-Mails an, die gerade reinkommen. Und da habe ich es, wie gesagt, gerade mitbekommen. So habe ich jetzt, ich habe keinen Chatbot oder sowas installiert, weil es im Endeffekt darauf hinausläuft, dass ich dann kostenpflichtige Dienste in Anspruch nehme. Und ja, ich bin durchaus bereit, für guten Service Geld zu bezahlen, aber wie gesagt, das ist noch zu sehr Hobby und es soll auch Hobby bleiben. In dem Moment, wo man halt irgendwo Geld investiert,
Also auch in ein gutes Spiel oder so. Oder ich spiele noch andere Spiele außer Kerbal Space Program, wo ich dann auch tatsächlich für ein monatliches Abo zahle. Und da geht es halt dann darum, ja, da hast du jetzt Geld reingesteckt, da hast du jetzt für einen Monat Geld bezahlt. Also nutze es doch, weil sonst ist es Geldverschwendung, du hast das Geld zum Fenster rausgeworfen. Und genau deswegen behelfe ich mir halt mit den Möglichkeiten oder gestalte meine Streams mit den Möglichkeiten, die ich quasi so zur Verfügung habe. Das ist nicht viel, aber ja, ist jetzt, ich denke mal, dafür, dass ich Sonntag angefangen habe zu streamen, mal nicht verkehrt. Wie gesagt, da gibt es andere, die das Ganze wesentlich professioneller machen und die dürfen das auch gerne tun, ich nicht. So viel müsste jetzt oder dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr sein. Ich glaube noch eine, maximal zwei Batterien sind noch an dem Schiff dran. Natürlich auf der Rückseite. Und wie man sieht, habe ich schon ein gutes Drittel von meinem EVA-Fuel verbraucht. Und wer so, ich weiß nicht, ob man es jetzt im Stream wirklich im Detail erkennen kann, aber so viele Steuerbewegungen mache ich eigentlich nicht. Oh ja, und Bill hat Spaß. Der grinst bis über beide Ohren. Oh, und gerade fällt mir spontan ein, was ich dann mal wieder vergessen habe. Keine Sorge, sowas kommt häufiger vor, dass ich was vergesse. Aber ich muss ja meine Kerbals noch irgendwie runterbringen und ich will ja die Minmosphäre dafür nicht verwenden. Auch wenn die ein Hitzeschild hat, aber die will ich aufheben. Ich habe hier allerdings kein Landegefährt dabei. Bedeutet im Umkehrschluss, ich werde mir gleich auf die Schnelle irgendeine Fähre zusammenzimmern, wo drei Leute reinpassen. Vielleicht nehme ich auch mein Touri Shuttle oder so. Was zwar jetzt nicht top aktuell ist, weil ich das in einem früheren Spiel oder halt zu einem früheren Spielzeitpunkt gebaut habe, aber es erfüllt seinen Zweck. Es holt drei Leute ab und das reicht schon. So, jetzt noch ganz gemütlich die dritte, nein, nicht die dritte, die sechste Batterie anschrauben. Und 6x800, das sind 4800 zusätzliche, also 4800 Einheiten. Ich hätte jetzt beinahe gesagt Ampere-Stunden oder Wattstunden, was auch immer euch da lieber ist. Aber de facto, ich weiß es gar nicht, mit was die hier rechnen. Deswegen 4800 Einheiten Batteriekapazität hinzugefügt. Und das ist dann tatsächlich schon mal eine Hausnummer und ich hoffe, dass das dann reicht und mir dann nicht wieder die Wissenschaftler wegsterben. Weil, wenn einem sowas einmal passiert, okay, wenn einem das dann das zweite Mal passiert, dann wird es langsam ärgerlich.
So, dann gucken wir mal, was da noch in den beiden Boxen drin ist. Ja, da ist noch ein Thermometer drin. Und Container Mounts. Also, dass ich noch zwei solche Container befestigen kann. Okay. Was haben wir denn hier noch drin? Ein Scanner, drei RCS Thruster, EVA Fuel, ein Stück Hülle, noch ein Container Mount, EVA Propellant, Strut Konnektoren und ein Radial Attachment Point. Was kann man mit dem machen? Auf jeden Fall jede Menge Baumaterial. Leider war das nicht das, was ich jetzt gesucht hätte, aber okay. So, aber noch schnell den Feuchtigkeitssensor da mal installiert. Da kann nur von einem Wissenschaftler von außen bedient werden. Okay. So, und dann wollen wir doch mal wieder docken gehen. Beziehungsweise uns wieder in unsere Kapsel setzen. Da, wo die anderen beiden schon die ganze Zeit auf Bob warten. Beziehungsweise einen Spaß muss ich mir jetzt noch geben. Weil die lustigen aerodynamischen Verkleidungen brauche ich hier oben im All nicht. Also können sie runter. Und das ist eben das Schöne an diesem Attachment-System bzw. Inventory-System. Man kann hier oben komplette Schiffe umbauen. Das ist total nice. So, und da ich das jetzt dann gleich noch wegräumen will. Das war ganz knapp dran vorbei. Schade. So, aber schon ist es abgeschraubt, weil wird nicht mehr benötigt. Einmal Weltraumschrott bitte. Ah, da habe ich mir jetzt ein Solarpanel weggerissen. Ja, man sollte natürlich aufpassen.
Da unten fehlt's gerade. Okay, Memo an mich selbst, ein Ersatzpanel mitbringen. Da, wo der Mauszeiger gerade ist, da fehlt's. So viel zum Thema große und kleinere Katastrophen. Das ist halt nichts Wildes, weil ich habe noch 5 andere Panel. Aber es ist halt, ja, ärgerlich, weil eigene Dummheit und so. So, nehmen wir das direkte Panel direkt weg. Mal gucken, ob es mehr reinpasst. So, direkt den Rest des Schrotts abgebaut. So, aber den Cone will ich auch noch loswerden. Mal gucken, wie ich das am geschicktesten mache. Ah, den schubsen wir nochmal ganz leicht, in der Hoffnung, dass er nicht auf das Panel drauf fällt, was da noch im Hintergrund zu sehen ist. Aber müsste eigentlich klappen. So, hätten wir das auch noch erledigt. Was hat uns nur ein Panel gekostet? Nur ein Solarpanel ist kaputt gegangen. Ich bin fast stolz auf mich. So, Außeneinsatz beendet. Sieht, fülle ich gerade das Monopropellant um. Und da sind jetzt noch 488 Einheiten drin. Da kann ich noch ganz viel woanders verpacken, hoffentlich.
Jo, alle Tanks sind voll. Okay, dann nehme ich halt den Rest mit. So, wie man sieht, habe ich jetzt gerade abgedockt. Wir wiegen jetzt noch sage und schreibe 10 Tonnen, im Gegensatz zu 70 Tonnen von vorhin. Und ich blende mal die Orbit-Info ein, weil da sieht man jetzt Apoapsis 84,8, Periapsis 83,2, dass sich das gleich mit geringstem Einsatz ändern lässt. So, dann richten wir uns erstmal in Richtung Retrograde aus, weil da wollen wir hinbeschleunigen, sprich bremsen. Jetzt reagiert das Restschiff auch einfach viel spontaner. So, also wir haben 312 Monopropellant bei einer Periapsis von 83,2 Kilometern. Ich mache da mal die Thruster an und gebe vollen Schub. Und ich bin schon unterhalb von 70 Kilometern, was die Periapsis betrifft. Ich bin jetzt unterhalb von 50. Unterhalb von 40 und jetzt unterhalb von 30. Fertig. So, und ich habe noch 256 Einheiten. Ich habe sogar keine 60 verbraucht. Das reicht, um zu landen. Beziehungsweise um das Gefährt kontrolliert zum Abschluss zu bringen. So, jetzt werfe ich einfach mal ganz kurz den Time Warp an, dass wir wieder in die Sonne kommen. Und so, da sind wir jetzt wieder in der Sonne. Die Batterien sind alle voll aufgeladen. Ich sperre wieder die Batterien der Fähre. Genauso wie ich auch die Batterie vom Kommandomodul gesperrt habe. Also da, die ist jetzt voll, da wird aber keine Energie rausgezogen. Sind also 13.200 minus 2.600. Also sind über 10.000 Einheiten Batteriekapazität, die die Station jetzt für sich alleine hat. Und damit müsste sie eigentlich auskommen. Das werden wir gleich rausfinden. Oh, oh schön. Wie Sie sehen Sie nichts. Und warum Sie nichts sehen Sie gleich nach der Werbung. Werbung gibt es bei mir nicht. Ich muss nur gerade KSP neu starten. KSP hat sich mal wieder ohne Fehlermeldung verabschiedet. Übrigens, wer es da gerade sieht, installierte Add-ons, 21 Stück. Ich glaube, es sind noch ein oder zwei mehr. Sorry für das Störgeräusch, ich habe mich gerade mit Tee bekleckert. Ich wollte die Gelegenheit nutzen und einfach mal einen Schluck Tee trinken. Das habe ich irgendwie nicht so ganz auf die Reihe gekriegt. Unter meinen Videos hier im Channel habe ich eine Mod-Liste. Sie ist nicht vollständig.
Weil da fehlt noch Eve. Und zwar, ich glaube, nennt sich Environment Visual Enhancements E.V.E. für Kerbal Space Program. Google sollte man drauf stoßen. Das macht nämlich die schönen Wolken. So, und habt ihr gerade meine anderen beiden Safe Games gesehen? Und ja, mein Name ist Daniel. Da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Genau, war in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal passiert. Der Tanker ist abgedockt, verliert an Höhe. Das heißt, da oben brauche ich jetzt erstmal nichts tun. Und ich war an der Fab, genau. Und Kerbal Alarm Clock seht ihr gerade. Weil gerade wenn man so mit mehreren Schiffen parallel unterwegs ist, und ich habe heute tagsüber ein paar Dinge parallel gemacht, und dann kann man einfach sorgen, dass das Spiel dann unterbrochen wird oder dass ein akustischer Alarm ertönt, dann verpasst man nichts. Ist ganz praktisch. Und dann hat man auch die ganzen Satelliten da im Kerbin Orbit gesehen. So, wir wollen jetzt aber schnell eine Fähre basteln, mit der wir drei Leute abholen können. So, ich habe doch da ein orbitales Touri-Shuttle, genau. Wie gesagt, stammt aus einem früheren Zeitpunkt der Historie, aber erfüllt seinen Zweck. Ich bin mir jetzt nur nicht ganz sicher, ob die da EVAs machen können. Hatch can't open. Okay. Ja, dann brauche ich schnell was Neues. Dann nehmen wir einfach eine Dreierkapsel mit einem Schirm oben dran. Und noch zwei weiteren zur Sicherheit. So, wie ihr seht, habe ich da so ein kleines Fenster, was sich da nennt KER 1.0.19.4. Das ist Kerbal Engineer Redux, ein weiterer Mod in der Liste. Und da kann man sich quasi anzeigen lassen, wie viel Schub eine Raketenstufe liefert. Das wären jetzt hier eine Delta V von 843 Meter pro Sekunde. Mit einer TWR, das ist also Schub-Gewichtsverhältnis, Thrust-to-Weight-Ratio im Englischen, von 0,25 bzw. 0,66, wenn der Tank dann leer ist. Allerdings mit dem Button Atmo gesetzt, das heißt Atmosphärenwerte, die für Kerbin gelten, das heißt, wenn ich hier vom Boden aus starte, wenn ich den rausnehme, dann bin ich bei einer TWR von 0,98 und einem Delta V von 3279 Metern. Da kommt man schon ein bisschen was rum mit, definitiv. Was machen wir dann noch ein paar Thruster dran und noch ein bisschen Monopropellant und dann sollte das eigentlich gehen.
So, und was bringt mir der KER, der Kerbal Engineer? Weil ich habe hier unten ja auch den Engineers Report. Da sehe ich zum einen, wie viele Teile ich verbaut habe, wie schwer das ganze Teil inzwischen ist. Wir sind bei 27,6 Tonnen. Höhe, Durchmesser und Länge. Okay. Und er sagt mir jetzt hier gerade lustigerweise, dass der Schirm fehlt, dass ich keinen Schirm drauf gebaut habe. Da habe ich inzwischen sogar drei. Okay, er erkennt die Schirme nicht, ist nicht so schlimm. Check Life Support. Das ist halt, aber ganz Wichtiges vergessen. Ich will das Ding ja unbemannt schicken. Das heißt, wir brauchen einen Probe Core und wir brauchen Strom. Und den guten alten Mechjab. So, und noch zwei Antennen dran geschraubt, weil ohne Funkverbindung funktioniert meine Rakete nicht. Und da sind wir jetzt schon bei 27 Tonnen. Noch mal eine Tonne oben drauf. So schnell sammelt man Gewicht. So, aber. Eben hatte ich die Frage in den Raum geworfen, wofür brauche ich diesen Kerbal Engineer Redux eigentlich und was bringen mir die ganzen Geschwindigkeiten? Irgendwann entwickelt man so ein paar Erfahrungswerte, so frei nach dem Motto, wie viel Meter pro Sekunde Delta V brauche ich eigentlich, um in den Orbit zu kommen? Das sind so roundabout plus minus 4000. Wie viel Meter pro Sekunde brauche ich für einmal Moon und zurück oder Minmo und zurück? Und die beiden Werte ähneln sich erschreckend. Liegt daran, dass halt Minmo erheblich kleiner ist als Moon. Und dann, wenn es später weiter hinausgeht, also bei mir wird jetzt irgendwann Luna bzw. eigenen Thema. Und da muss ich dann halt auch erstmal versuchen und testen und machen und tun. Und ja, das bleibt in jedem Fall spannend. Da sieht man zum Beispiel, hier oben habe ich also die Atmosphärenwerte genommen. Der Skipper würde es alleine nicht schaffen. Da habe ich eine TWR von 0,87, was bedeutet, ich komme nicht gegen die Erdanziehung und, also ob jetzt Kerbin oder Erde, die Werte sind gleich, ich komme nicht gegen die Erdanziehung an und könnte quasi nicht starten. Da nehme ich doch jetzt einfach mal das gute Mainsail, was grob über den Daumen gepeilt, am Boden 137,9 Tonnen schiebt, also Faktor 10, ja, also Kilonewton durch 10 ist ungefähr das Gewicht in Tonnen, was man senkrecht nach oben bewegen kann. Und am Boden sind es ASL, das sind also at Sea Level 137,9 und im Vakuum sind es dann 150 Tonnen. Damit habe ich eine positive TWR von 1,33, nur die 2600 Meter pro Sekunde reichen noch nicht.
brauchen wir Booster. Genau. Da kann man natürlich Flüssigbooster nehmen oder Feststoffbooster. Beide haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich... ich glaube, ich nehme Feststoffbooster. Die Radialdekappler hier, die ich jetzt gerade ausgewählt habe, stammen aus dem Space Y-Paket. Das sind Module, die sich an aktuellen Raumfahrtprojekten wie SpaceX, deswegen mit dem Zaunpfahl, orientieren. Und hier in diesem Decoupler ist zum Beispiel auch schon ein Separator-Triebwerk drin. Das heißt, die Sachen werden einfach nicht nur abgeworfen und wenn man nicht schnell genug weg ist, fallen sie mir einem um die Ohren und reißen einem das Triebwerk ab. Nein, da ist ein Separator-Triebwerk drin, was die komplette Stufe erstmal vom Hauptrumm wegdrückt, dass man da erstmal in gar keine Schwierigkeiten kommt. Finde ich persönlich sehr toll. Kann man sich auch mit bordeigenen Mitteln nachbauen. Dazu muss man nur die Separatron 1 Booster freischalten und dann eine entsprechende Ausrichtung an seine Booster montieren und in dem Staging entsprechend so anordnen, dass diese Separator-Booster gezündet werden, wenn halt eine Stufe abgeworfen wird. So habe ich angefangen und so das Prinzip dann auch schätzen gelernt, dieser Separatoren. Aber hier gibt es das halt so ein bisschen als All-in-One-Paket und ich wäre ja irgendwie nicht ganz auf der Höhe der Zeit, wenn ich das Ganze nicht nutzen würde. So, und mit Spaceby kommen jede Menge lustige Booster daher. In den verschiedensten Größen. Für kleine Raketen. Ich liebe diese kleinen Booster. Also den Booster, den ich euch gleich zeigen werde, der wiegt 2 Tonnen und schiebt das 6-fache seines Gewichts. Schiebt Erziehlevel 12 Tonnen. Brennt relativ kurz, ist aber egal. 3 oder 4 Booster an einer Rakete machen definitiv einen Unterschied. Natürlich für die Separatoren viel zu klein, aber ja, doch, sehen ganz nett aus, schieben tüchtig vorwärts und haben auch einen Vorteil. Auch wenn es ein Solid Booster ist, die haben zumindest so eine rudimentäre Vektormöglichkeit. Das sind zwar jetzt nur 0,5 Grad, das ist nun weiß Gott nicht viel, ist aber besser als jeder Feststoffbooster, der einfach nur wegbrennt und überhaupt gar keine Steuermöglichkeit hat, wo man dann irgendwelche Flossen dran schrauben muss. Die 0,5 Grad, die machen im Zweifel den Kohl nicht fett, wenn man die Rakete nicht vernünftig gebaut hat und irgendwo an einer Seite Übergewicht platziert hat, eine Antenne oder irgendwelche Anbauten, dann kippt die Rakete einfach. Das können diese 0,5 Grad nicht ausgleichen. Aber wenn man seine Rakete sauber durchkonstruiert hat, der Massenschwerpunkt sauber liegt, dann können diese kleinen Booster einen ziemlich zügig zumindest aus der unteren Atmosphäre heraus befördern. Die sind jetzt allerdings ein bisschen klein, auch für die Separatoren. Das ist halt so die Klasse, die sind 62,5 cm im Durchmesser, also die Hälfte von 1,25 m, also wirklich für die kleinen Raketen geeignet. Und hier gibt es dann noch andere, der hat zum Beispiel eine Vectoring Range von 2 Grad, der Booster, den ich euch jetzt gleich zeige. Auch aus dem Space Y-Paket, der schiebt natürlich auch ganz gewaltig. Ich meine jetzt mit den 3 Stück, die ich da ausgewählt habe, wäre es eine TWR von 0,88 und nur 345 Meter pro Sekunde, wäre noch zu wenig, aber ja, der hat definitiv auch schon Einsätze bei mir gesehen. So, ich hatte mal gerade ein anderes Triebwerk gesehen, was ich gerade mal nachgucken wollte. Was haben wir hier? Das sind die Heavy Lift Solid.
Rocket Booster. Eine kleine Vector Range von nur einem Grad, aber hallo? 177 Tonnen Schubkraft. At Sea Level, quasi am Boden und 200 Tonnen im Vakuum. Die Dinger marschieren gewaltig. Und dann gibt es die noch eine Nummer größer. Das sind dann die S115. Das andere waren die S109. Und das sind Booster, getreu nach dem KSP-Motto. Wenn das Triebwerk nicht reicht, baue Booster dran. Wenn du nicht genügend Booster hast, nimm noch mehr Booster. Wenn dir die Leistung nicht reicht, nimm größere Booster. Und wenn man an diesem Punkt angekommen ist, sind das definitiv die Booster der Wahl. Mit 250 Tonnen Schub. Und das ist immer noch ein Verhältnis von 5 zu 1 voll. Getankt wiegen diese Booster 53,5 Tonnen und wie gesagt, ist knapp ein Verhältnis von 5 zu 1. Die Dinger marschieren richtig und würden jetzt allein in dieser Konfiguration, in der ersten Stufe, hätten die eine TWR von 2,51 zu 1. Die müsste ich definitiv runterregeln und Delta V von 1277 Metern pro Sekunde. Mit dem Mainsail in der zweiten Stufe dann 3800, das reicht in jedem Fall, um aus der Atmosphäre rauszukommen und schon fast im Orbit zu brennen. Meistens schaffe ich das und das rockt definitiv die Hütte. Also das ist dann so, und diese 4655 Meter, die da ganz oben stehen, reichen definitiv, um zur Station zu kommen. Ich denke mal, ich werde dieses Setup lassen, so auf die Schnelle mal zusammengeschraubt. So, diese Spitzen passen jetzt nicht so wirklich drauf, aber da sind Fallschirme dran, so dass die Booster quasi recovered werden können, quasi aufgefangen, wiederverwertet, und dann bekommt man halt einen Teil des Geldes zurückgesteckt oder zurück, weil die Rakete, so wie wir sie jetzt gebaut haben, da liegen wir immer bei 67.000 Körbedollar. Das ist kein billiger Flug, den wir hier machen. Das ist übrigens auch genau der Grund, weshalb ich Fallschirme an alle anderen Stufen mache, damit die eben entsprechend aufgefangen und wiederverwertet werden können. So, die Fallschirme ziehe ich mir dann immer ganz nach oben, damit ich sie nicht versehentlich auslöse. Und dann gehe ich mal ganz kurz das Staging durch. So, das sieht nach dem Plan aus. Also, die Booster zünden als erstes. Wenn die Booster abgeworfen werden, zündet dann direkt das Mainsail-Triebwerk. Und wenn die Stufe leergebrannt ist und abgeworfen wird, dann zündet das Pudeltriebwerk. Okay, soweit der Plan. Aber ich habe immer noch eine TWR, die viel zu hoch ist. Wer es noch nicht wusste, man kann die Booster in ihrer Leistung begrenzen. Die haben einen Thrust Limiter, und solange man in der FAB ist, solange man die Rakete baut, kann man diesen Wert ändern. So, man ändert zwar nichts an der Delta V, daran wird man nichts ändern können, weil das ist einfach ein festgelegter Wert, der berechnet sich aus Schubkraft und dem Gewicht über die Zeit, was bewegt wird.
Aber man kann natürlich dafür sorgen, dass diese 1260 Meter, die mir da zur Verfügung stehen, sinnvoller zum Einsatz kommen, weil ich die einfach nicht zum Beispiel gegen unnötigen Luftwiderstand verschwende. So, dann geben wir dem noch passenderweise einen Namen, Taxi, und dann würde ich mal sagen, ab auf die Rampe damit. Also übrigens ohne Anbauten, ohne Zubehör ist in der Kapsel Nahrung für 3 Tage drin, also das reicht auf alle Fälle, um meine 3 Kerbals da aus dem Orbit zu fischen. Und wir sehen, was ich vergessen habe. Streben. Struts. Man kann nie zu wenig davon haben. Und man kann auch nie zu viel davon haben. Es gibt sogar ganz viele Situationen, wo man zu wenig davon haben kann. Ah, immer diese Logikfehler. Also das Ding muss definitiv zurück in die Fab. Und solange ihr noch nicht gestartet seid, müsst ihr den Flug noch nicht mehr reverten, sondern ihr geht einfach auf Recover Vessel. Und dann bekommt ihr genau den Betrag zurück, weil euer Gefährt hat sich genau 0 Meter bewegt. Und da war übrigens noch Besatzung drin, die muss man auch noch rausnehmen. Weil 6 Leute in einer Dreierkapsel, nein, nicht gut. Oh, das sollte jetzt aber genug sein. Die Station ist gerade an uns vorbei. Machen wir mal ein bisschen Time Warp an, dass wir hier nicht hinterherrennen müssen, sondern einfach starten und dann. So, da ist unsere Stufe gerade in die Erdatmosphäre eingetreten und ich hoffe, wir landen da oben im Nachrichtenfenster. Steht jetzt eine neue Nachricht. Da können wir gleich nachschauen, ob die Stage recovered wurde. Blaue Meldung ist gut. Und da sieht man halt, ich habe 10% vom ursprünglichen Wert nur wiederbekommen. Weil, also vom Speed her war es vollkommen in Ordnung. Aber sie war halt unheimlich weit weg vom Kerbal Space Center. Und deswegen insgesamt nur 10%. So, und ja, Stage Value waren 24.000, 2.400 habe ich zurückbekommen. Besser als nichts. Die Station kommt jetzt auch langsam näher, so zwischen 330 und 300 Kilometern. Da gehe ich dann normalerweise dann hin und starte mein eigenes Gefährt.
Und wie eben gesehen, hatte ich eine TWR von 1,2 eingestellt. Und ihr werdet ja gleich sehen, die Booster, die schieben halt eine ganze Weile richtig vorwärts. Also das sind ein paar Sekunden. Die Booster brennen jetzt noch eine ganze Minute. Und das geht jetzt eine ganze Minute einfach stumpf vorwärts. Ja, wir sind jetzt schon bei 100 Metern pro Sekunde, da würden andere Leute anfangen, Gas wegzunehmen. Das kann ich bei den Boostern jetzt nicht. Ich bin denen hilflos ausgeliefert, sozusagen quasi. Wenn man halt mit einer TWR von 1,2 anfängt, dann beschleunigt man zum Glück auch nicht zu schnell. Ich habe jetzt gerade die 300 Meter durchbrochen und bewege mich schon auf die 9000, 10.000 Meter zu. Also das ist alles im grünen Bereich. So, das waren jetzt die Separatortriebwerke von den Decouplern, die einfach die Stufe weit genug wegbefördern. Und ich bin jetzt schon auf 20 Kilometern und fange jetzt einfach den Gravity Turn an. Das ist eine typische Höhe von mir. Bei den niedrigeren Höhen habe ich irgendwie das Talent, dass ich dann nicht ganz so erfolgreich bin und mir die Rakete schon mal häufiger flippt. So, Upper-Ups, das liegt schon bei 50 Kilometern. So, ich würde gerne meine Orbitgeschwindigkeit noch ein bisschen hochziehen. Und wird einfach noch ein bisschen flacher. Auch wenn das bedeutet, dass ich jetzt noch gegen die Atmosphäre ankämpfen muss. Aber jeden Meter, den ich jetzt so mitnehmen kann, nehme ich doch ganz gerne mit. So, und dann ganz unkompliziert, MechJet, wofür hat man ihn eigentlich? Um so, in Anführungszeichen, triviale Tasks, wie zum Beispiel das Brennen eines Orbits zu automatisieren. Ja, ich kann es auch von Hand machen, nur ich mache es oft genug, dann wenn ich Lust drauf habe, jetzt habe ich keine Lust. Außerdem kriegt man die Funktion nicht gratis im MechJet, sondern man muss sie sich erst freischalten. Wer das Addon noch nicht kennt, da werden dann entsprechende Nodes im TechTree ergänzt um dieses MechJet-Modul und das, was jetzt alles drin steht, Ascent Guidance, das ist dieser Start-Autopilot, Landing Guidance, also MechJet landet auch für mich, wenn ich das will, Rover Autopilot und so, wird alles erst sukzessive freigeschaltet. Man bekommt es nicht geschenkt. Es gibt am Anfang muss man wirklich alles selbst machen und in dem Moment, wo man es von MechJet quasi geschenkt bekommt, so nach dem Motto, ich übernehme das jetzt für dich, musste man es definitiv vorher selbst gemacht haben. So, ich peile jetzt einen Orbit von plus minus 75 Kilometern an. Das wird schon nicht klappen, weil ich über die Upper-Apsis hinausgeschossen bin. Ich muss jetzt mal gucken, wo die Periapsis landet. Ich hoffe nicht unterhalb von 70 Kilometern. Mal schauen. Sie steigt jetzt relativ schnell. Und dann 50, 60, 65, 67, 68, 69, 70. Wunderbar, alles rund. So, damit wir nicht so viel totes Gewicht mit uns rumtragen, habe ich jetzt einfach
Die 200-300 Meter Delta V, die da noch drin waren in der Stufe, habe ich jetzt einfach mal gesagt, okay, passt. Ist okay so. Und jetzt haben wir immer noch 2800 Meter pro Sekunde und wir müssen nur eine Annäherung an die Station fliegen. Eigentlich nur. Auch das übernimmt MechJeff für uns in 20 Minuten die Not erstellt. 10,5 Meter Delta V, also das werden jetzt keine großartigen Werte werden. Ich werde gleich einen fast vollen Tank wegwerfen. So, da ist unser Weltraumschrott. Wir sind also gar nicht mehr so weit von der Station weg. Also wenn die jetzt hier nur noch 25 Kilometer von uns weg ist, dann kann die Station gar nicht mehr so weit weg sein. Und da ist sie in 26 Kilometern Entfernung. Und da sieht man die drei anderen Trümmerteile rumschweben. Und was haben wir vergessen? Wollte ich nicht ein paar Ersatzpanel mitbringen? Solarpanel, die ich kaputt gemacht habe. Ja, ich muss mir einen Zettel machen, dass ich die dann einpacke, wenn ich meine nächste Mission irgendwo hin plane. So, was habe ich jetzt gemacht? Kaum, dass das Annäherungsmanöver passiert ist. Das finde ich wirklich das Praktischste bei MechJeff. Das ist dieses Fine-Tune Closest Approach to Target, dass man wirklich die Annäherung auf den Meter genau hinbekommt. Ich habe jetzt 200 Meter angegeben, gesagt, Closest Approach, bitte näher als 200 Meter. Was macht er mir? Er parkt mich quasi direkt neben der Station. Das Tutorial vom Wintermenzer ist sehr genial gemacht, wenn es darum geht, so einen Hohmann-Transfer zu fliegen. Eine Annäherung, um zum Beispiel Kerbals aus dem All zu retten. Ich muss das ja auch von Hand machen. Deswegen das Tutorial von Wintermenzer oder die Tutorial-Reihe, um sie nochmal zu erwähnen, ist da sehr gut geeignet für. Hat mir wunderbar geholfen. Aber MechJeff automatisiert das einfach und spart dadurch jede Menge Zeit. So, und jetzt sagen wir ihm noch, am Punkt der nächsten Annäherung bitte die Geschwindigkeit angleichen mit dem Ziel. Das kann man oder muss man von Hand machen, eine ganze Zeit lang, dass man dann entweder auf das Ziel zubeschleunigt, beziehungsweise Prograde burnt oder Retrograde burnt. Man sollte vorher quasi die Inklination angeglichen haben. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel, jetzt bin gestartet, die werden nicht mit Sicherheit auf der gleichen Ebene liegen, die beiden Flugbahnen. Es wird kein hundertprozentiger Retrograde Burn sein. Und trotzdem wird das Ergebnis einfach passen. Ich werde jetzt gleich 75,2 Meter runtergebremst und dann sollte ich mich quasi neben der Station befinden. Ja, also 40 Meter, 20 Meter ist jetzt nicht so viel. Ich war tatsächlich einen Moment erschrocken. Ach, das waren unsere drei Booster, die wir am Anfang abgeworfen haben.
haben wir 67,4% zurückbekommen. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an und bringen unsere Leute rüber. So, das war Nummer 1. So, als nächstes ist Jebediah dran, das geht jetzt relativ zügig. Und ja, natürlich sind die Entfernungen, wenn man jetzt einen Transfer von Hand macht, beziehungsweise ein Annäherungsmanöver, da sind die Entfernungen größer, da muss man auch im Anzug größere Strecken überwinden. Aber so ist das doch eigentlich auch ganz angenehm. So, und jetzt eigentlich nur noch Bob. Den lasse ich jetzt nicht da alleine auf Station. Der muss allerdings noch zumindest noch ein Ergebnis eines Experiments mitnehmen. Und dann kann auch er einsteigen und dann kann man auch schon den Landeanflug antreten. So, und da sind sie alle an Bord.
Natürlich liegt die Station in Richtung des Retrogrades. Okay, dann müssen wir da so ein bisschen drum herum mogeln. Und weil ich hier keine Reaction Reels drin habe, reagiert die Kapsel als solches insgesamt etwas träger. Aber das ist jetzt kein Problem. So, dann zünden wir kurz das Triebwerk und dann sind wir auch schon an der Station vorbei und dann kann ich mich in Richtung Retrograde ausrichten und dann den Orbit entsprechend verringern. So, nur mal so als Hinweis, das war der Tank und wir werfen da quasi 90% von weg. Bringt aber nichts, weil wir können es so nicht mit runternehmen. Obwohl, das wäre auch nochmal so eine Sache, die ich dann mal ausprobieren würde. Quasi tatsächlich mal versuchen, mit Landegestell so ein Ding zu landen. Ganz kleines bisschen Time Warpen, wenn eh gleich auf 1 runtergebremst, wenn es in die Atmosphäre geht. So, schneller als 4-fach geht jetzt leider nicht mehr. Das ist übrigens ein weiterer Mod, den ich installiert habe. Nennt sich Real Shoot. Da kann man seine Schirme so ein bisschen vorprogrammieren. Ich habe jetzt so irgendeine Höhe zwischen 4.000 und 5.000 Metern gesetzt. Das ist so ein Erfahrungswert. Da sollte die Kapsel langsam genug sein. Und dann werden entsprechend die Schirme ausgeworfen. Das sogenannte Pre-Deployment, wo sich die Kappe halt nicht ganz öffnet, aber die Kapsel trotzdem abgebremst wird und 700 Meter über Grund öffnen sich die Schirme dann ganz, was dazu führt, dass wirklich erst kurz über dem Boden gebremst wird und der Landevorgang mit Schirm insgesamt etwas länger ist, beziehungsweise etwas schneller geht und nicht ganz so lange dauert. Weil wir eigentlich überhaupt keine Anbauten haben, die nennenswert wären. Ja, mal Stability Assist ausgemacht, weil die Kapsel müsste sich dann eigentlich von ganz alleine sauber in den Luftstrom legen.
So, und da sieht man schon, wie sich der Hitzeschild erwärmt. Über 1000 Kelvin schon, über 1100 Kelvin. Jetzt kommen die Hitzeeffekte dazu. Und ja, das ist jetzt halt der Atmosphäreneintritt, aber wir liegen sauber mit Strom, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Es wird wohl eine Landung im Dunkeln. Ah, nee, der Aufsetzpunkt kommt wieder zurück. Also am späten Nachmittag, Ortszeit irgendwann. Noch beschleunigen wir. Mach 6,4 gleich. Ja, machen wir die Mach 6,4. Voll gemacht und jetzt verzögern wir. Mach 6,3. Und eine Periapsis in ungefähr 30 Kilometern Höhe, wenn man aus dem Orbit in die Atmosphäre absteigt, hat sich für mich immer noch ein praktikables erwiesen. Ich hatte am Anfang des Spiels tatsächlich Probleme, dass ich zu steil in die Atmosphäre eingetaucht bin und tatsächlich und ganz häufig einfach stumpf auf den Boden aufgeschlagen bin, ohne dass ich auch nur die Möglichkeit gehabt hätte, die Schirme sauber zu deployen. Und bei RealShot ist es auch so, ich könnte sie jetzt schon bei Geschwindigkeiten von 400 Meter pro Sekunde einfach auswerfen. Wie gesagt, dieses Pre-Deployment hat ja nichts mit dem zu tun, was die eigentliche Schirme dann betrifft, wenn sie 700 Meter über dem Boden öffnen. Und das war jetzt quasi schon ganz schnell. Und jetzt sind wir auch schon gleich unten. Und wenn das eh mitbekommen hat, die Schirme wurden halt deployed. Ich habe geredet und da meine Push-to-Talk-Taste auf der mittleren Maustaste, die konnte ich dann eben nicht rausscrollen. Ja, entweder habe ich zu viel geredet oder ich habe zu langsam geredet oder die Landung ging zu schnell. Sucht euch aus, aber das ist tatsächlich auch eines der Add-ons, einer der Mods, die ich wirklich passend finde. Realtree. So, jetzt sind wir gleich schon auf dem Boden. Und der Vollständigkeit halber hat sich gerade wieder Kerbal Space Program verabschiedet und ohne Fehlermeldung. Das nervt mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe schon meine ganzen Systemlogs durchgeschaut. Ich habe keine Ahnung, was der Fehler ist. Ich tappe da ein bisschen im Dunkeln und das Lustige ist, es wird noch nicht mal ein Crash Report erstellt, den ich irgendwie an die Entwickler schicken könnte, die mir dann quasi sagen können, woran es liegt. Ist es der Grafiktimer? Ist es irgendein Mod, der nicht richtig konfiguriert ist? Ist es irgendeine DLL, die dazwischen funkt? Ich habe ein Windows-System. Kerbal Space Program gibt es ja auch für den Mac und für Linux, glaube ich auch. Weiß ich jetzt gar nicht. Wo man dann einfach schauen muss, wo liegt der eigentliche Fehler? Und solange ich halt die Fehlerursache nicht kenne und das Problem total zufällig auftritt, ja, ist es nervig, ich gebe es zu. So, und wir haben jetzt schon 10 Uhr vorbei. Wenn man bedenkt, dass mir so am normalen Arbeitstag so zwischen 4:15 und 5:30 der Wecker klingelt. Wenn wir jetzt noch schauen, was das Ergebnis war. Beziehungsweise wir schauen mal, wo wir gerade sind. An welchem Teil des Spiels. Okay, die Punkte wurden uns noch nicht gut geschrieben. Taxi 1 gelandet. Also müssen wir euch nochmal aus der Kapsel holen. Müssen wir euch nochmal recovern. Aber zumindest die Landung müssen wir nicht nochmal machen. Ja, sie haben auch schon ein bisschen betreten geguckt, weil sich keiner um sie gekümmert hat. So.
Dann schauen wir doch mal. Noch einmal. 935 Science, 1833 Forschungspunkte. Am Anfang hatte ich gesagt, ich habe einen Quicksave geladen von gestern, als ich noch auf dem Minmus war. Eigentlich bin ich gestern schon zurückgekommen. Ich wollte nur unbedingt diese Minmus-Fähre retten, die jetzt eben an der Station gedockt war. Gestern Abend hatte ich mehr Forschungspunkte, da waren es 1900 irgendwas. Plus minus. Und es waren auch ein paar mehr Credits am Ende übrig, weil ich eben keine extra Rakete geschickt habe. Und so weiter und so fort. Also im Großen und Ganzen, ja, ich habe meine Fähre gerettet und nein, ich habe dadurch nichts gewonnen, sondern ich habe eigentlich sogar Verlust gemacht, indem ich den alten Spielstand geladen habe und einfach Fehler, die ich gestern gemacht habe, nicht gemacht habe. Es war teurer und ich habe weniger Wissenschaftspunkte bekommen. Also das Spiel scheint zumindest in diesem Fall den in Anführungszeichen Cheater tatsächlich zu bestrafen. So, und hier sieht man es, die sind jetzt allesamt Level 2. Und ich werde jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Minmus-Mission starten und eine zweite Besatzung schicken. Schnell Minmus landen, Orbit, Survey und so, dass sie dann auch Level 2 sind. Und dann mal schauen. Und ich brauche halt zwei Wissenschaftler oben für meine Station. Und ganz wichtig, ich brauche 1,7 Millionen Kerbal-Dollar oder Credits oder Funds, um die nächste Stufe auszubauen von meinem Research and Development Center. Weil dafür mache ich es eigentlich. So, und wie immer zum Feierabend quasi. Im Blick auf mein Tech Tree gegenüber gestern hat sich nichts geändert. Meine Wunschliste ist immer noch die gleiche. Ich glaube, gestern waren es Very Heavy Rocketry. Weil da kommen ein paar ganz nette Spielzeuge. Da kommen die Fusionsreaktoren. Ganz wichtig, wenn man Mining-Operationen starten will. Dann brauche ich Composites. Ja, kann man toll finden. Muss man nicht toll finden. Ich brauche es blöderweise als Zwischenschritt für die Metamaterialien. Bei den Metamaterialien, da kommt dann nämlich ein weiteres Wissenschaftsmodul und dann kommt der Multiport, Multipoint Connector. Und da kommt der Docking Port Senior. Den brauche ich und hätte ich gerne unbedingt für meine größeren Bauprojekte. Zwei ganz wichtige Bauteile in Sachen Stations- bzw. Außenpostenkonstruktion. So, wenn man dann mal schaut, das sind 550 Punkte, das sind 550 Punkte, macht schon 1100 plus die 300. Da sind wir bei 1400 Punkten und hier gibt es definitiv auch noch einen. Wer war das denn? Also 1950 Punkte brauche ich insgesamt, um so meine, ja, ich nenne es mal vorsichtig, meine dringendsten Wünsche zu erfüllen. Ja, hier war's. Und zwar Advanced Science Tech, weil da bekomme ich dann die Mining Excavators und die Holding Tanks und den Convertotron und noch einen Nuclear Reprocessor. Ja, also da sind dann noch so ein paar Spielzeuge dabei, definitiv, die dann wichtig werden, wenn es darum geht, Erze abzubauen und seinen eigenen Treibstoff zu produzieren. Genau, also 1950 Forschungspunkte und dann natürlich auch erstmal der Ausbau. So, ich kann jemanden retten. So, und zwar aus einem Orbit von Kerbin. Den nehme ich sofort an. Ein kostenloser Mitarbeiter. Ein Surface-Außenposten auf dem Minmus. Conduct of Service of Kerbin. Was muss ich denn da machen? Okay,
unterhalb 18.200 Meter, oberhalb 18.200 Meter. Das ist ein Flugzeug, was ich dafür bräuchte. Ja, zum Flugzeuge bauen bin ich blöderweise ein bisschen... Ich formuliere es andersrum. Ich bin nicht schlau genug dafür. Und was müssen wir hier machen? Crew Report. Und zwar unterhalb einer bestimmten Flughöhe. Gut, das ist etwas. Wenn wir eh zum Minmus fliegen, mit der zweiten Besatzung, dann nehmen wir den doch einfach mit. Weil das sind jedes Mal... Das sind 150.000 Credits, 200, das sind 400.000 Credits, 500.000 Credits insgesamt. Und das nenne ich mal eine Hausnummer. Das ist echt cool. 500.000 Credits für etwas, was ich eh erledigen muss, nehmen wir sofort an. So, hier, take seismic readings on the surface at Alpha Site. Das ist mit mehreren Landungen verbunden. Aber auch, nehmen wir mit. So, das ist ein Surface Außenposten, mit der mindestens 12 Körbets unterbringen kann. Das heißt, das Hitchhiker-Modul, da gehen ja 4 Stück rein, das wären 3 Hitchhiker-Module. Und have a viewing cupola und so weiter und so fort. Antenna, docking port and can generate power. Land your outpost on Minmus. Ist ungefähr die Größe von dem ersten Modul, was da oben gerade im All rumschwirrt. Das sind ein paar Tonnen Nutzlast. Ich glaube, ich nehme ihn trotzdem an, weil der dauert 17 Jahre. So, Science Data from Space around Kerbin. Das ist geschenktes Geld. Da muss ich. Schade, kann ich nicht, weil gerade keiner in der Station sitzt. Aber das kann ich quasi mit meiner Station oben. Ich krieg zwar 0 Forschungspunkte dafür, aber das ist geschenktes Geld quasi. So, In-Flight over Kerbin zwischen 11 und 19.000 Meter, zwischen 380 und 520 Meter. Ja, schauen wir mal. So, das sind meine aktuell laufenden Verträge. Das ist ein Satellit, der muss noch für 84 Tage da oben bleiben. Das ist ein Satellit, der muss noch für 36 Tage da oben bleiben. Dann soll ich einen Satelliten für 320 Tage am Minmus parken. Stichwort, was ich vorhin angesprochen hatte, dass ich mein Netz von Kommunikationssatelliten entsprechend erweitern muss, umbauen muss. Das ist ein Satellit, der noch 296 Tage um den Mond kreisen muss. Das sind quasi 2 Verträge in einem, die ich da erfülle. Der eine Satellit, der da entsprechend mit der Ausstattung ist, der erfüllt beide Bedingungen und muss nur noch die Zeit absitzen. Dann muss ich einen Satelliten in einen äquatorialen Orbit packen von Minmus. Kommunikationssatelliten, da war was. Specific Orbit vom Mond, der läuft noch über 9 Jahre, der Vertrag. Da kann ich vielleicht den nehmen, der da schon ist. Der Rettungsauftrag, Crew Report von Minmus, Surveys Minmus, Surface Außenposten Minmus. So, das sind halt die Sachen, die ich gerade angenommen habe. Das sind definitiv so ein paar Sachen, die dann in den nächsten Tagen anstehen. Es bleibt also spannend, neben den Dauerthemen, die es eigentlich immer gibt, weil ich werde dann meine Minmosphäre auftanken. Das heißt, ich muss wieder Sprit zur Station hochbringen. Und so weiter und so fort. Es gibt immer was zu tun und es gibt vor allem immer wieder ganz lustige Fehlerquellen. Deswegen würde ich sagen, für heute Abend soll es gut sein. Ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt,
wenn ihr heute Abend nicht den ganzen Abend Zeit hattet oder irgendwann in der Zukunft, die Streams sind dann auch auf Twitch verfügbar für 10 Tage, glaube, so dass man sie sich quasi im Schnelldurchlauf anschauen kann. Und danach stelle ich sie einfach auf meinen YouTube-Channel, dass man sie unbegrenzt, wenn man jetzt irgendein Detail sich nochmal anschauen will, obwohl welche Details eigentlich, es ist allgemeines Gameplay, es ist kein Tutorial. Aber wenn man da Bock drauf hat, kann man sie sich auf meinen YouTube-Channel anschauen. Den werde ich dann auch irgendwann verlinken. Aber für heute war es das erstmal. Und ich bedanke mich dafür, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr mir zugeschaut habt. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, aufgrund der aktuellen Grippewelle weiß ich aktuell nicht, wie ich morgen planen kann. Wird dann relativ kurzfristig. Aber ich denke mal, irgendwann im Laufe der nächsten 3 Tage, das heißt Freitag, Samstag, Sonntag, übers Wochenende, werde ich wohl wieder etwas Zeit finden. Schaut einfach wieder rein. Wer mir folgt, bekommt eine Mitteilung, wenn ich online bin. Ansonsten versuchen wir tun. Ich bedanke mich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.